Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Xenia und dieses Jahr zeige ich euch jetzt erst ganz, ganz spät den Essens-Adventskalender. Hintergrund ist, dass ich das dieses Jahr gar nicht kaufen wollte. Irgendwie hat es mich gar nicht angesprochen. Und es gibt sogar zwei Versionen und ich konnte mich gar nicht entscheiden. Es gibt einmal das hier, das ist, glaube ich, ein bisschen teurer als der pinke, was man nur online bestellen kann. Also das kriegt man, glaube ich, oder konnte man bei DM oder bei Rossmann in der Filiale kaufen. Und der pinke Version war nur online. Ich glaube, so rum war das. Wie die meisten anderen Adventskalendern, auch Essens ist jedes Jahr teurer. Also als ich angefangen habe, YouTube zu machen, war das, glaube ich, 20 Euro oder sogar ein bisschen unter 20, so um die 18 oder 19 Euro. Ja, also so langsam ist es nicht mehr der günstigste Beauty-Adventskalender. Vom Design her finde ich das ganz süß, aber recht einfach. Also man kann das so blättern sozusagen. Und ich meine auch, letztes Jahr war das schon sehr, sehr ähnlich. Also das erste Produkt gefällt mir schon richtig gut, muss ich sagen. Das ist ein pH-Reaktions-Lip-Glow, also ja, Lip-Gloss könnte man sagen, so ein Lippenstift. Es sieht mega, mega cool aus. Sehr viel Glitzer. Bei jedem sieht es ein bisschen anders aus. Also das tritt mit dem eigenen pH-Wert in Reaktion. Es riecht nach nichts. Ja. Das finde ich ganz toll. Am zweiten Tag haben wir einen schwarzen flüssigen Eyeliner. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Auf der einen Seite haben wir so einen Pinsel. Ha, okay. Auf der anderen Seite haben wir ja die Tinte sozusagen. Da muss man das hier so reinmachen. Aha. Am dritten Tag haben wir einen ganz süßen Lidschatten. Pinsel. Ein Soft Touch Lidschattenpinsel. Am vierten Tag haben wir ein Silky Eyeshadow Topper. Seidig weicher Lidschatten Topper mit roségoldenem Schimmer. Also die Farbe ist sehr, sehr schön. Am fünften Tag haben wir einen ganz schönen Nagellack. Das sieht erstmal nur ja, so ein bisschen off-weiß aus, aber das hat so einen schönen Holo-Finish. Ganz cool. So, das sechste Produkt ist ein pH-Reaktions-Blush-Stick mit Vitamin E. Das sieht sehr, sehr wie Kunststoff aus, aber das finde ich auch ganz cool. Bin gespannt. Bei mir wäre es wahrscheinlich rosa. Am siebten Tag haben wir einen Wimpernkamm, was eigentlich ja ganz gut ist. Also man könnte das wirklich schon manchmal gebrauchen. Aber das ist aus einem sehr billigen Plastik. Ja. Am achten Tag haben wir ein Eyelighting Pen. Also das ist so ein Lidschattenstift, sehr, sehr schöne Farbe. Ja, es steht kein Code drauf, aber das ist so ein, ja. Champagner ist es nicht ganz. Das ist so ein sehr, sehr helles Gold vielleicht. Also eine wirklich schöne Farbe. Am neunten Tag haben wir ein 5 ml nagelreparierende Balsam. Am zehnten Tag haben wir was Cooles. Das ist so ein Silikon-Lippen-Peeling-Tool. Am elften Tag haben wir ein Lipstick-Crayon. Es steht keine Farbe drauf, also kein Farbcode. Das ist sehr schön, die Farbe, aber für mich ein bisschen zu dunkel, zu braun. Ihr kennt es schon. Das ist nicht meine Lieblings-Lippen-Produktfarbe. Das auch nicht, aber ich glaube, das ist vielleicht dasselbe. Ich denke schon. Das ist ein Soft Lip Liner. Am 14. Tag haben wir einen pinken, sehr knalligen Nagellack.
Das ist für mich nicht unbedingt so weihnachtlich. Obwohl doch, man könnte sagen, das ist so Weihnachtspinkrot. Am 14. Tag haben wir ein Soft Touch Augenbrauenbürste. Ganz gut. Am 15. Tag haben wir einen sehr schönen dunkelbronzen Eyeliner beziehungsweise ein Kajal. Das ist wirklich eine sehr schöne Farbe. So, Türchen Nummer 16 ist direkt daneben. Hier haben wir mit Shea Butter und Vitamin E ein 25 ml Handcreme. Am 17. Tag haben wir einen sehr schönen Lip Tint. Hier steht auch keine Farbe drauf, aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Lippenfarbe mit cremig leichter Textur für rosige Lippen färbt die Haut ein. Am 18. Tag haben wir einen kleinen Goodie Sparkling Heart Make-up Bag. Oh, wie süß. Am 19. Tag haben wir zwei so kleine Beauty Sponges, also Beauty Blender, einen pinken und einen lila. Und ich weiß nicht, wieso das so ist, aber wenn jemand das weiß, kann gerne in den Kommentaren schreiben. In den Adventskalendern. Wenn man einen Beauty Blender hat, was nicht in der Originalverpackung ist, wie zum Beispiel bei Real Techniques, sind es immer so kleine Teile drauf, wo man sich nicht entscheiden kann, okay, ist es jetzt ein totes Tier? Oder nur Pappe oder so. Am 20. Tag haben wir ein Baked Highlighter. Sehr, sehr schöne Farbe, so Rosgold mit Schimmertextur. Wirklich schön. Am 21. Tag haben wir wieder ein Nagellack, aber das ist wahrscheinlich unser letzter, also hoffe ich. Ja, das ist ein bisschen durchsichtig, eher so glitzernd rosa. Was erzählst du da? Am 22. Tag haben wir ein hydratierender Gesichtsprimer, 20 ml. Am vorletzten Tag, am 23., haben wir ein Plumping Lipgloss in einer sehr komischen Farbe, weil wenn ich das so gucke, dann ist es pink mit Glitzer, aber wenn Licht durchkommt, dann ist es so ganz hell peach, also so Aprikosenfarbe. Also bin gespannt, wie das beim Tragen aussieht. Und am 24. Tag haben wir eine kleine Metallic Lidschattenpalette mit 6 Farben. Also ich finde die Farben richtig, richtig schön. Damit kann man einen sehr schönen Make-up kreieren. Also das, wow. Sehr schöne, sehr festliche Farben. Nicht nur für Winter, auch für Herbst, Frühling. Sommer geht auch. Ja, super. Und das war der Adventskalender von Essence 2024. Ich muss sagen, ich finde das überraschend gut. Also das war für mich jetzt wirklich eine positive Überraschung. In den letzten Jahren hat es mir irgendwie immer weniger gefallen, aber jetzt finde ich das wirklich toll. Also es sind wirklich super Produkte drin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Zielgruppe ist weiterhin eher die Teenager, würde ich sagen. Also Mädels zwischen, keine Ahnung, ja, 13, obwohl mit 13 nutzt man hoffentlich noch kein Make-up, aber so ab 14 bis 17, 18 würde ich persönlich jetzt sagen. Passt perfekt. Also falls ihr eine Tochter in diesem Alter habt oder eine Schwester, das ist wirklich super. Ich kann mich erinnern, damals habe ich meiner kleinster Schwester auch noch Essence Adventskalender geschenkt. Da war sie vielleicht 16 oder 17. Also für die Altersklasse ist es, glaube ich, wirklich super. Ich bin wirklich zufrieden. Das freut mich sehr. Das ist sehr selten, dass ein Adventskalender, was in den letzten Jahren eher schlechter war, plötzlich besser wird. Finde ich super. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns nächste Mal. Tschüss!